mega schön dort und wirklich fast nichts los. Also es ist recht spooky. Hallo Uli. Recht spooky dort. Es sind ein paar Leute unterwegs, einfach die wissen, dass Corona nicht gefährlich ist. Restaurants sind offen, aber es ist schon es ist schon heftig, ja, wenn du siehst, wie dieser Tourismus dort wirklich eine Ferienanlage, die einfach brach und leer ist. Und du gehst rein ins Restaurant, du musst dort noch, also ich bin ja in der Schweiz, wenn ihr da von Deutschland zuschaut, ist das für euch nicht so schlimm, aber dieses Maskengezeugsel, das ist ja der helle Wahnsinn, das haben wir hier zum Glück nicht und das ist unerträglich. Dann musst du die Maske ansetzen, dann musst du an den Tisch sitzen, dann wirst du gut bedient und dieser arme Kellner ist so mit der Maske da drin. Ah, und du siehst, diese Maske ist irgendwie schon wochenlang an. Und nicht gewaschen, nicht gewechselt, so, hallo, kann das irgendwie gut sein, kann das gesund sein? Also, Leute, es wird sich schnell was ändern, es wird sich ganz, ganz bald was ändern, auch im Außen. Aber das heißt nicht, dass wir noch warten müssen auf unsere Änderung im Innen. Und diese Änderung kann und muss schnell und radikal sein, wirklich. Weil radikal heißt, dass du eine Entscheidung triffst, wie dein Leben ausschauen soll, was du in deinem Leben haben möchtest, was du noch erleben möchtest in deinem Leben, was für Erfahrungen du noch machen möchtest in deinem Leben. Und all das entscheidest du ganz alleine. Und der größte Witz ist wirklich, dass die wenigsten Menschen auf die Frage, ja, wie willst du es haben in deinem Leben? Wenn du dir alles wünschen könntest, was du haben könntest, wenn du dir alles aussuchen könntest in deinem Leben, wie möchtest du es denn haben? Und die wenigsten Menschen wissen das. Ja, und das ist eins der Dinge, die so, so wichtig sind, wenn du dir nicht erlaubst, wirklich alles haben zu wollen und zu können, was du denkst, was dir gefällt. Und damit meine ich nicht Güter in dem Sinne. Ja, das geht nicht darum, das ist ja nur ein Beiprodukt. Ja, du kannst Millionen haben wollen, du kannst ein Traumauto haben wollen, aber darum geht es doch gar nicht in erster Linie, sondern es geht doch darum in erster Linie, dass du dich gut fühlst. Und wann fühlst du dich gut? Wenn du weißt, dass du dich nicht beeinflussen lassen musst von dem, was andere denken, von dem, was andere sagen, von dem, was andere meinen. Hallo Müribet. Du musst dich von nichts und von niemandem beeinflussen lassen. Niemand kann dir vorschreiben, was zu tun ist, außer du erlaubst es ihm. Und es geht um wirklich ganz kleine Sachen bis hin zu ganz großen Sachen. Du suchst dir aus, wie du es haben willst. Du suchst dir aus, mit wem du arbeiten willst. Du suchst dir aus, mit wem du leben willst. Du suchst dir aus, welchen Umgang du haben möchtest. Du suchst es dir tatsächlich aus. Aber wenn du es dir nicht aussuchst, dann kriegst du es halt so, wie es für dich gewöhnt ist, wie du es immer hattest, wie es deine Eltern immer hatten, wie es deine Freunde und Bekannten immer hatten. Und dann wird es keine Änderung geben. Und wenn es dir so, so wichtig ist, was die Leute da draußen über dich denken, obwohl du nicht mal weißt, was sie über dich denken, weil du selber denkst, was sie über dich denken, merkst du, das ist der Oberhammer-Super-Bremser. Du gehst nicht vorwärts, genau nur authentisch sein, nicht selbst sein, ja, und noch viel mehr, genau wissen, dass du alles haben kannst und dass es eigentlich nichts Realistisches gibt, das dich zurückhält von deinem Traumleben, von deiner Traumbeziehung, von deinem Traumbankkonto. Es gibt nichts Realistisches. Es gibt's nicht. Das alles ist unrealistisch in dir selber. Es gibt keinen Grund, warum du nicht Millionen verdienen, anziehen kannst, ins Leben bringen kannst, warum du nicht Millionen beeinflussen kannst. Es gibt keinen Grund. Warum machst du es nicht? Ja, vielleicht ist es auch zu anstrengend. Ja, vielleicht findest du nicht Applaus dort, wo du gerne Applaus hättest. Vielleicht sind in deinem Umkreis Menschen, die
sagen, spinnst du, bist du größenwahnsinnig geworden? Aber genau das ist der Punkt, da musst du deine Glubschis öffnen und musst ganz klar und deutlich erkennen, wo sind die Bremsen? Wodurch lässt du dich zurückhalten? Wodurch lässt du dich bremsen? Wo sind deine Prioritäten? Mach mal eine Prioritätenliste. Wenn da ganz oben steht, was andere über dich denken, wenn da ganz oben steht, dass es wichtiger ist, dass andere mit dir zufrieden sind, als dass du mit deinem Leben zufrieden bist, klappt halt nicht. Das kannst du dir nicht erlauben, wenn du hier dabei sein willst und dazu mit beitragen willst, dass wir hier eine hochschwingende, glückliche, freudige, fantastische, erfolgreiche, wahnsinnig top kreative Welt haben. Guck mal, was wir bis jetzt kreiert haben. Weil die meisten Leute sich in die Hosen scheißen, das zu wollen, was sie wollen. Weil die meisten Leute nicht wissen, wer sie wirklich sind. Weil die meisten Leute nicht wissen, wie tief, wie groß diese Kraft in uns drin ist. Deswegen haben wir uns über Generationen und Generationen, über hunderte von Jahren hinweg in eine Scheiße reinkreiert, wo ich jetzt mit einer stinkigen Maske an der italienischen Lago Maggiore Riviera in einem schönen Restaurant sitzen muss und zuschauen muss, wie das Personal dort leidet und keine Lebensfreude mehr hat. Das haben alles wir gemacht, ja? Das haben alles wir kreiert. Wir haben uns eine Gesellschaft kreiert, wo alle vergessen haben, wer sie wirklich sind. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir aufwachen, dass wir in die Power gehen und dass wir entscheiden, wie wir es haben wollen. Wie willst du es haben? Hast du eine gute Antwort? Hast du eine klare Vision von deinem Leben? Hast du eine klare Vision, von welchen Leuten du dich umgeben willst? Oder denkst du, du musst dich halt mit denen umgeben, die halt mal da sind? Oder glaubst du, du kannst dich auch mit denen umgeben, die du anziehst, weil du selber bist und weil du klar sprichst, weil du klare Entscheidungen triffst und weil du klar gehst, weil du eine Entscheidung triffst und du handelst danach? Ja, das scheint das Allerschwerste zu sein auf dieser Welt, eine Entscheidung zu treffen und danach zu handeln. Warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer, eine Entscheidung zu treffen und danach zu handeln? Weil es alte Programmierungen sind, weil es alte Überzeugungen sind, die dir Angst machen, weil es dir niemand gesagt hat, weil niemand für dich einsteht, weil niemand dasteht und sagt, ja, okay, du hast das entschieden, okay, dann schau mal, geh danach. Ah ja, dann mach's doch. Du hast es entschieden, ist alles gut, ja? Und dann, das gibt's halt zu wenig auf dieser Welt. Deswegen brauchen wir Coaches und Coaches und aber Coaches und Leute, die bereit sind zu erkennen, dass das, wie es bis jetzt gelaufen ist, nicht weiter so gehen kann. Und deswegen braucht es Leute, die vorwärts gehen, die da hinstehen und sagen, ja, okay. Ich bin dabei, ich bin konsequent, ich gehe voran, ich gehe in meine Schöpferkraft, ich löse alles ab, was dagegen steht, ich löse alles ab, was mich falsch programmiert hat, ich erkenne, dass ich neu denken, fühlen und handeln muss und vor allem kapiere ich, wie der Hase läuft. Ich kapiere, was ich hier als menschliches Wesen eigentlich bin und was ich zu tun habe. Ich tue mich mal damit auseinandersetzen. Ich denke nicht, dass ich hier bin, um eine Schule zu abzuschließen, um zu heiraten, um Kinder groß zu kriegen, um alt zu werden und zu sterben. Hä? Wirklich? Ja, und zwischendrin noch ein paar schöne Urlaube, ein Traumauto und ein Traumhaus. Echt jetzt? Für das bist du da? Wirklich? Glaubst du das? Nein, 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 nein. Wir sind alle da, um wieder rauszufinden, wer wir wirklich sind. Und das zeigen wir, indem wir uns tolle Leben kreieren. Wir zeigen, dass wir rausgefunden haben, wer wir wirklich sind, indem wir ein schönes Leben haben, ein leichtes Leben haben, ein freies Leben haben, ein gesundes Leben haben und uns mit dem entsprechenden Menschen umgeben und das Leben feiern, uns erhöhen und erhöhen und abermals erhöhen bis in die Unendlichkeit der Perfektion, die uns zusteht. Und dazu sind wir da.
Und die, die es kapiert haben, die sind nicht nur reich, sondern die sind auch gesund, die sind frei und die sind glücklich. Und die sind halt anders wie die meisten. Ja? Die sind halt anders, die handeln anders, die entscheiden anders, die sprechen anders. Und die waren vielleicht früher so die Egoisten. Ja? Die Egoisten. Aber ein Egoist ist übrigens einer, der meint, er müsste all das, was er hat, von anderen wegnehmen. Das ist ein Unterschied, ja? Ein Egoist, der will alles zu sich ziehen, was andere haben und was er denkt, von anderen kriegen zu müssen. Aber ein göttliches Wesen, das muss kein Egoist sein, weil es hat ja schon alles. Es muss ja niemandem etwas wegnehmen. Ein göttliches Wesen ist hier und im Fülle und im Komplettheit und Ganzheit zu leben. Und wie machen wir das? Ein göttliches Wesen weiß, wo das Universum ist, weiß, wo alles schon ist, weiß, dass alles schon zur Verfügung steht. Und dieses göttliche Wesen findet heraus, wie es zu diesen Dingen kommt. Ja, und wie kommt es zu diesen Dingen? Indem du verstehst, wie Energie funktioniert, indem du verstehst, dass alles schon da ist und du eine Verbindung herstellst über deine Vorstellungskraft, über das, was dein Gehirn sich vorstellen kann. Ja? Und leider Gottes kann sich unser Gehirn halt nicht so viel vorstellen, weil es klein gehalten worden ist. Jetzt müssen wir dieses Gehirn vergrößern, unsere Vorstellungskraft vergrößern, damit wir irgendwann mal sagen, ja okay, ich glaube, es ist möglich. Ja, okay, ich glaube, mehr als das ich kenne, ist möglich. Und dann wirst du größer und größer und wächst in deiner Vorstellungskraft, kommst näher zu den unendlichen Möglichkeiten, zu den unendlichen Potenzialen und dann nimmst du deinen Körper mit. Ja, und dein Körper ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle, die hier sind und Dr. Joe Dispenza kennen, der immer sagt, you have to be bigger than your body. Und was heißt das? Dein Körper ist einfach die Manifestation der Vergangenheit. Und da musst du größer sein. Und dein Körper zieht dich immer wieder zurück in das, was er kennt und erzählt dir alle möglichen Sachen. Aber dein Körper ist ja nicht dazu berechtigt, wenn du ihn nicht dazu berechtigst. Was dein Körper für Bedürfnisse hat, Dr. Joe Dispenza sagt auch immer, ja, sag deinem Körper, er soll jetzt da sitzen in der Meditation. Sag ihm, er kann später trinken, sag ihm, er kann später essen. Aber du sitzt jetzt hier in der Meditation. Und ich sage dir, du sitzt nicht nur hier in der Meditation, sondern du sitzt hier in deiner Göttlichkeit, in deinem Universum von unendlichem Potenzial und du kannst später dich mit den es geht nicht, ich kann nicht, die mögen mich sonst nicht und so weiter rumgehen. Ja, du sagst deinem Körper jetzt ganz klar, was du möchtest in deinem Leben. Und dazu brauchst du dein Gehirn, dass du ihm das sagen kannst, was du möchtest. Und wenn dein Körper irgendwann mal wieder sich mit deinem kleinen Gehirn verbündet und sagt, ja, aber das geht ja vielleicht noch nicht für mich, dann musst du größer sein und dich an deine höchste Göttlichkeit immer wieder erinnern und einfach wissen, dass es nicht stimmt, diese Beschränktheiten. In einem unendlichen Universum gibt es keine Beschränkungen. Was ist so schwierig dann zu kapieren? Warum ist es so schwer, das zu kapieren? Ja, weil der Körper und weil die Oma und weil der Opa und weil der Onkel Hans und weil mein Chef. Scheißegal. Du weißt es besser, du hast es gelernt, sonst wärst du nicht hier in der Gruppe. Du hast deine Wahrheit in dir schon gespürt. Du weißt, dass du göttlich bist. Du weißt, dass du kreierst. Du weißt, dass du manifestierst. Du weißt, dass es funktioniert so. Dann vergiss es doch bitte nicht immer wieder. Vergiss es doch nicht. Und wenn du es weißt und wenn du es nicht vergisst, dann triffst du eine klare, klare Entscheidung. Und dann sagst du, wie du es haben willst. Und dann entscheidest du, dass dich nichts auf dieser Welt, nicht mal ein bellender Hund, davon abhalten kann,
Sehr. Nicht mal, danke Miriam, nicht mal ein bellender Hund dich davon abhalten kann, dein Ding rauszuhauen und dein Ding zu machen. Und das ist echt wichtig. Und ich möchte euch wirklich, wirklich mitnehmen, weil diese Sturheit, die ich an den Tag lebe, die hat auch nicht jeder gleich gern. Aber das ist eine Sturheit, ein klarer Fokus, der mich einfach nicht abhält davon, weiterzugehen und aufzuklären und zu erzählen und zu sagen, wie diese ganze Sache hier auf diesem Planeten funktioniert. Und wenn wir jetzt eine große Masse sind und eine größere und größere Masse sind, die jetzt hier in ihrer Kraft sind und auch in ihrer finanziellen Kraft sind, können wir andere Dinge machen und entscheiden. Schaut mal, Beispiel, wichtig, Schulen. Ich, zum Glück betrifft mich das nur peripher. Ja, dein Kind muss in eine Schule, wo irgendwelche verschissenen Hygieneregeln sind und was weiß ich, Maskerade hoch 2000, du willst es nicht. Was machst denn du? Schickst du es dahin oder suchst du einen anderen Weg? Suchst du eine andere Schule? Suchst du eine Online-Schule? Ja, kann ich nicht, kostet zu viel. Ganz genau. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir viel, viel Geld erlaubst, dass du nicht abhängig bist und dass du nicht mehr ausgeliefert bist, wenn andere wahnwitzige Entscheidungen treffen, die du nicht mittragen willst. Und wenn du die finanzielle Freiheit hast, die Alternativen zu kreieren und zu generieren, dann kann dir das irgendwann mal wurscht sein, wenn sich die anderen ins Nirvana reinreiten. Du kannst sie ja eh nicht retten. Ich kann auch diejenigen hier nicht retten, die sagen, ja, ich will die Scheiße weitermachen. Ich kann ja nicht anders. Ich bin Opfer, ich bin ausgeliefert. Ja, kann ich halt auch nichts machen. Aber ich kann zumindest die unterstützen, die die Entscheidung getroffen haben. Wow, 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 ich will der Beitrag sein für ein neues Leben, für ein schönes Leben, für ein freies Leben, für ein paradiesisches Leben. Da bin ich doch viel, viel mehr wert, wenn ich das gehe, wenn ich da meine Kraft und meine Aufmerksamkeit reinsetze, als dass ich die ganze Zeit irgendwie schaue, was für bescheuerte Entscheidungen andere bescheuerte Menschen treffen. Kann ich mich doch nicht drauf einlassen, wenn ich die Menschheit mit verändern will, wenn ich mit für die Wahrheit kämpfen, nicht mal kämpfen, sondern stehen will. Ja, da kann ich doch nicht die ganze Zeit Fernseh glotzen und mich drüber aufregen, dass der und der und der X und X so doof ist. Das geht nicht, da musst du raus, da musst du weg, dann nimmst du lieber deine Zeit daher und schaust, wie du in die finanzielle Freiheit kommst. Schaust, was dich davon abhält, was dich blockiert, dass du jetzt nicht finanziell frei bist. Dass du nicht das Leben führst, das du haben willst. Und schaust, was dir im Weg steht. Und es muss alles gehen, weil es gibt keine Trennung zwischen dir und dem, was du möchtest. Außer das, was du halt glaubst. Und das kann man lösen. Und man muss es halt konsequent lösen. Man kann es sich nicht hier heute lösen, morgen wieder dran schmieren. Ja, das ist ein Weg der absoluten, hundertprozentigen Konsequenz. Und weil es die wenigsten alleine schaffen, so konsequent zu sein, brauchen sie halt Unterstützung. Und nehmt euch halt, ihr müsst sie ja nicht mal bei mir nehmen, die Unterstützung. Ihr sucht ihr euch jemanden, der euch gefällt, der euch konsequent vorgeht und einfach sagt, komm jetzt. Hier ist das, was du gesagt hast, was du willst, nicht da hinten, wo die Vergangenheit wohnt. So jemanden brauchst du halt. Und da gibt es genügend, die das können. Und deswegen such dir jemanden, wenn du hier bist, wenn du sagst, wow, cool, dann komm in das Divine Money Programm, das ist mein kleinstes Programm, 1500 Euro. Du veränderst deine Sichtweise zu Geld. Und während du deine Sichtweise zu Geld veränderst, veränderst du deine Sichtweise zu Fülle. Während du deine Sichtweise zu Fülle veränderst, veränderst du deine Sichtweise zu dem, was du wirklich bist, was du kreieren und manifestieren kannst in deinem Leben und wie das funktioniert. Und dann lebst du in Fülle. Und es kommt darauf an, dass du einen Eintritt dir schaffst für in die Fülle. Und solange du mit Geld im Mangel bist, wirst du weiterhin in allen anderen Bereichen deines Lebens in Mangel sein. Dann wird mangelhafte Liebe für dich da sein, dann wird mangelhafte Treue für dich da sein, dann wird mangelhafte Begeisterung für dich da sein, bist du einfach im Mangel. Und Geld nehme ich nur daher,
Die Weinmanie nehme ich nur daher, um dieses Zeug mit dir zu drehen, um dir die richtige Perspektive zu geben für Fülle, für Göttlichkeit, für deine Macht, für deine Kraft, für deine Power, für deinen Einfluss und für deine Aufgabe hier im Leben. Deswegen nehme ich das Geld her, weil es ist ein Eintritt in das Leben der göttlichen Fülle und es ist eine wichtige Komponente für uns, um zu erkennen, wie wir uns einschränken lassen. Und Geld ist halt immer schon das Symbol der Freiheit oder der Beschränkung gewesen. Und wenn wir dieses Symbol kapieren, dann kapieren wir alles. Deswegen möchte ich euch einladen, komm in Divine Money, 15. Juni starten wir, 1500 Euro. Es geht kompromisslos, rasant, Vollgas nach vorne, einen Monat lang. Wenn du für das noch nicht ready bist, dann komm in die Ausbildung zum Master of Divine Healing, dass du merkst, dort mal spürst, wie deine energetische Power für dich und für andere wirken. Daraus kannst du übrigens auch ein Business aufbauen, wobei es ja nicht um Business geht in dem Sinne, sondern Bewirkung. Ja, Business ist für mich einfach nur meine Wirkung. Ich mag das Wort schon überhaupt nicht mehr, sondern was will ich bewirken? Ich möchte etwas bewirken in diesem Leben und das ist halt dann mein Business, weil mir das Spaß macht, weil ich diese Dinge erreichen und bewirken will für mich und andere. Ich will doch keinen Job machen. Ich will doch nichts verrichten, sondern ich will bewegen, ich will bewirken. Dann bin ich happy, weil ich was Großartiges bewege. Und das darf sich jeder erlauben. Jeder. Also das sind die zwei Angebote. Divine Money, wirklich ein Geldthema ändern. Dann gibt's Master of Divine Healing, wo du wirklich der Master dieser göttlichen Energien wirst und lernst, wie du transformierst. Das ist natürlich, diese Anwendungen sind auch Teil von Divine Money. Aber im Master of Divine Healing lernst du es wirklich anzuwenden, dich sicher zu fühlen und einfach in diese göttliche Power zu stehen. Und wenn du sagst, wie es ist, dann ist es so. Das hat dir aber auch noch niemand erlaubt, dass du sagen darfst, wie die Dinge sind und dass sie dann so sind und dass es auch gut so ist. Weil wenn du aus deiner göttlichen Kraft heraus wirkst, bewirkst du Göttliches. Dann kannst du nicht irgendwie bösartig oder schlecht oder irgendetwas Negatives machen, weil die göttliche Kraft ist die göttliche Kraft. Und die göttliche Kraft ist hochschwingend, äußerst positiv und kreativ. Und das Böse und das Schlechte ist nur die Abwesenheit der göttlichen Kraft. Ja, und das mal zu verstehen und danach zu leben, das ist so wichtig, das ist so öffnend. Du wirst zu groß für dich und du wirst zu groß in deiner Welt. Und ich verspreche dir nicht Schnippi, 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 weil das wäre gemein. Ja, zack und alles ist gut. Kann sein, kann passieren. Kann aber sein, dass es ein bisschen länger dauert. Kann auch sein, dass dein Weg halt so einer ist, wo er Schritt für Schritt andere Dinge noch für dich eröffnen darf. Das will ich dir nicht wegnehmen und ich will dir nicht versprechen, dass es einfach so huschdiwusch geht, obwohl es gehen kann, weil ich weiß ja nicht, wo du bist. Vielleicht hast du schon ganz wahnsinnig viel gearbeitet, du kommst in ein Programm von mir und dann drehe ich 2, 3 Schrauben und dann sagst du, wow, und dann geht's ab durch die Mitte, habe ich auch schon gehabt. Und dann gibt es andere Menschen, die brauchen länger, weil da noch mehr und noch tiefere Dinge sind, die transformiert werden dürfen. Aber jeder hat seinen Weg. Und das Wichtige ist, dass du deinen Weg gehst und dass du deinen Weg gehst mit Freude. Dass du einfach weißt, das ist jetzt hier mein Weg, das ist mein göttlicher Weg, der ist geil. Und je schneller du darauf kommst, dass es cool ist, desto weniger beschwerlich wird diese ganze Geschichte. Ich wünsche mir das so sehr für jeden. Und das sind jetzt wirklich erschwingliche Programme. 1500 Euro für Divine Money, 1298 Euro für eine Ausbildung zum Master of Divine Healing, wo du für dich und andere tätig werden kannst in der höchsten göttlichen Energie und andere wieder vorwärts mitreißen kannst. Super.
Und natürlich gibt es noch das große Programm, die göttliche Unternehmerin, dass du auch weißt, du bist eine Unternehmerin, du unternimmst was. Unternimmst was. Ja, Uli, du bist unterwegs und du bist gestartet. Du bist einmal gestartet und das ist so cool. Die Uli ist gestartet und hat sich getraut, ins Unbekannte reinzugehen. Und jetzt schreibt sie, ich bin auf dem Weg und es passiert sehr viel. Und das ist genau der Punkt. Wenn du einmal startest, dann gehst du weiter und weiter und weiter und kommst das nächste. Und deswegen sind auch zum Beispiel meine Coachings so aufgebaut. Und wenn du da durchgelaufen bist, jedes meiner Coachings, auch die göttliche Unternehmerin, die hat den Master of Divine Healing als Ausbildung drin, weil das so ein Tool ist, das ist so powerful, das ist so einfach. Und als göttliche Unternehmerin, wer bist du denn? Dann bist du nicht selbstständig, sondern da hast du ein Unternehmen, das Wirkung erzeugt. Große, große, große Wirkung. Ja, dann bist du nicht einfach nur mal hier, sondern bist eine Unternehmerin. Du unternimmst etwas dafür, dass das Leben für dich und andere geil wird. Das ist für mich eine göttliche Unternehmerin. Ja, mal was unternehmen. Das heißt nicht göttliche Unterwarterin. Nein, das heißt Unternehmerin. Du unternimmst was. Du gehst Power, Power. Du hast ein Unternehmen. Du hast etwas vor. Das ist so wichtig. Und genau so wichtig ist dann der nächste Schritt, dass die göttliche Unternehmerin sich auch erlaubt, eine göttliche Millionärin, eine göttliche Multimillionärin zu sein. Warum nicht? Geld ist Liebe. Geld ist göttliche Anerkennung. Und was die Menschheit aus Geld gemacht hat, muss mich das interessieren? Nein. Und das ist das Wichtige. Und dass hier da draußen noch mit Geld viel Schindluder getrieben wird, soll mich doch gerade noch mehr beflügeln und zu sagen, verflixt, das Geld muss zu mir, das Geld muss zu den Herzensmenschen, das Geld muss zu den großartigen Menschen, die wissen, wer sie wirklich sind, die aus ihrer Göttlichkeit, aus ihrer Fülle, aus ihrer Größe raus handeln, kreieren, Projekte initiieren. Da muss doch die Kohle hin. Und wie kriege ich das hin? Dass ich eine Unternehmerin bin, damit ich was unternehme, dass die Sachen so werden, wie sie Gott gewollt sind, ja? Wie Gott gewollt, wie ist denn Gott gewollt es? Fülle, Schönheit, Liebe, Großartigkeit, Perfektion. Das ist Gott gewollt. Du bist Gott gewollt, dein Leben ist Gott gewollt, alles ist Gott gewollt. Allerdings, wenn die Leute, wenn man denen halt mehr Glauben schenkt, die nicht Gott gewollt agieren, handeln und denken und fühlen, ja, selber schuld. Musst ja nicht. Musst dir nicht denen glauben, die aus dieser Kleinheit und aus dem Mangel und aus der Beschränktheit heraus Entscheidungen treffen und Leben versuchen zu beeinflussen und Systeme versuchen aufzustellen. Musst dir nicht dorthin. Es gibt ja zum Glück jetzt die Alternative. Und an dieser Ecke, in diese Richtung laufen jetzt schon viele. Und es laufen immer noch mehr. Aber die Frage ist, wann läufst denn du los? Ja, wann lässt du das Alte los und kapierst, dass es eigentlich nur ein Haufen Lügen waren, die dir Beschränktheit eingetrichtert haben? Da musst du einfach bereit sein, komplett tomato alles loszulassen und alles neu machen. Aber neu ist besser. Also, trau dich, trau dich, trau dich. Sei mutig, geh kleine Schritte. Geh riesengroße Schritte, auf jeden Fall geh Schritte, die du dich traust und lass dir helfen, dass du nicht immer wieder zurücklatscht. Und geh in die Richtung, in die es sich gut anfühlt. Alles, was sich nicht gut anfühlt, ist nicht wahr, entspricht nicht deiner Göttlichkeit, in deiner Schönheit, deiner Perfektion. Das stimmt einfach nicht. Und wenn du dir das einlabern lässt und mir wieder irgendwie erzählen willst, wenn ich dein Coach bin, wie klein und mickrig und wie unfähig du bist, dann habe ich zune Ohren. Und wenn du weiterhin drauf bestehst, mir zu zeigen, wie beschränkt du bist und wie arm und wie krank du bist, dann kann ich dir das nicht glauben, weil es nicht stimmt. Und wenn du weiterhin drauf bestehst, dann werde ich so lange meinen Standpunkt halten und sagen, du bist grandios,
Du bist göttlich, geh endlich aus deiner Wahrheit heraus. Und das kriegst du bei mir. Und dann bin ich aber nicht zur Verfügung für, oh, na, na, und ja, und nächstes Mal, und vielleicht noch, und doch noch nicht, und das, ja, kann ich ja noch nicht, weil der XY, nee, so gehen wir nicht. Wenn du mit mir zusammen gehst, dann gehst du, aber schnurstracks, weil du dich entschieden hast, und weil du mit mir gehen willst, weil du willst, dass ich dir den Schnurstracksweg da halte, und dich immer wieder daran erinnere, falls du mal vergessen hast, was du wirklich haben willst in deinem Leben. Und da gibt es nicht viele. Da gibt es nicht viele im Leben oder auf dieser Welt, die einfach dir nicht wieder sagen, oh ja, vielleicht geht es ja doch nicht. Und ja, vielleicht musst du doch noch ein bisschen warten. Vielleicht bist du doch noch nicht bereit. Nee, 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 nee. Du bist bereit, du bist bereit. Jeder von uns ist jeden Moment bereit. Das ist alles Bullshit-Stories, Bullshit-Programmierungen. Ja, ich muss ja noch warten, ich muss ja das noch und das noch. Nee, du musst nur entscheiden. Du musst entscheiden. Und wenn du entschieden hast, dann gehst du. So einfach ist es. Und das muss man lernen, das kann man lernen. Und es ist nicht immer leicht und es macht Angst. Und man muss sich überwinden. Es kommen immer wieder, wie der Bob Proctor sagt, diese Terrorbarrieren, die du überwinden musst. Wenn da aber einer da ist, der dir... Wuhuhu, thumbs up, ich fan dich, geh da durch die Terrorbarriere, dann gehst du. Und weißt du was? Da kommt die nächste. Da kommt die nächste Terrorbarriere und du stehst wieder an. Und dann machst du dir wieder in die Hosen. Und dann brauchst du wieder einer, der da macht Daumen hoch, du schaffst es, du gehst jetzt. Das ist gut, das ist richtig und du pieselst dir in die Hosen und du gehst. Und dann stehst du wieder da und freust dich wie ein Schneekönig, dass du den nächsten Schritt gegangen bist und dass du dich so frei und so gut fühlst und so selbstbestimmt und so göttlich. Und weißt du was? Kommt die nächste. Und weißt du was? Das hört gar nicht auf. Weil unser Leben ist einfach so. Weil wenn hier das Göttliche ist, das uns zieht, das in absoluter Freiheit, Unbeschränktheit und Perfektion auf uns wartet und unendlich ist, dann glaubst du doch nicht, dass irgendeine Terrorbarrierengeschichte eine nach der anderen irgendwann mal aufhört. Mm-mm. Gewöhn dich dran, in die Hosen zu pieseln, Schiss zu haben, durchzugehen, weiterzugehen. Frische Hosen an, freuen, feiern, Party, mehr wollen. Wieder in die Hosen pieseln, wieder durchgehen. Ist halt, macht ja nix. Macht ja gar nichts. Das ist ja das Coole. Es macht ja gar nichts. Und jedes Mal, wenn du es geschafft hast, wenn du dich überwunden hast, wenn du durchgegangen bist und wenn du diese ganzen Einschränkungen und wenn und dann und so, wenn du es einfach hinter dir gelassen hast, du fühlst dich so großartig. Da brauchst du keine Drogen und sonstige Geschichten. Du fühlst dich einfach großartig, weil du plötzlich mit dem großartigen Wesen in dir drin verbunden bist. Weil du merkst, wie großartig du bist und weil du es öfter und öfter merken möchtest. Und dann kommen wieder die da draußen und die wollen dich wieder klein machen und irgendwie, weil sie es überhaupt nicht verstehen, dass ein Mensch sich so großartig fühlen kann. Aber dann hast du irgendwann mal das Standing, wo du dann ganz liebevoll und lächelnd einfach nur beachtest, dass da offensichtlich noch andere Meinungen existieren. Aber es tangiert dich nicht mehr. Es macht dir nichts mehr aus. Du lässt dich nicht klein machen, du lässt dich nicht vom Weg abbringen, bloß weil es irgendjemand nicht gefällt. Und selbst wenn der mit dir verwandt ist und du den mal ganz oder den ganz fest geliebt hast, der kommt dann schon. Oder die. Oder sie kommen halt nie. Aber auch das darf dich nicht abhalten, deine großartige Göttlichkeit in dieses Leben reinzubringen. Weil Kleinspur, Schmalspur, mittelmäßig, altes System, da sind schon viele, da braucht es dich nicht, die brauchen dich nicht, die sind genug. Wir brauchen dich, hier. Wir brauchen dich, Leading Edge, wir brauchen dich, du musst vorwärts gehen, wir brauchen dich, du musst mutig sein, wir brauchen dich als Beispiel, wir brauchen dich zum Feiern, wir brauchen dich, um Begeisterung zu teilen, wir brauchen dich, um fröhlich zu sein und wir brauchen dich, um zu erkennen, dass es keine Grenzen gibt. Und dass wir in Grenzenlosigkeit leben und lieben dürfen.
Dazu brauchen wir dich. Also hier, komm zu uns, weil da macht es wirklich riesig Spaß. Und es macht nicht Spaß, wo die anderen sind. Glaube mir, es ist nicht lustig. Also entscheide dich, komm, melde dich bei mir, komm in irgendeines der Programme, wenn du klein starten willst. Aber geh. Es wird sich so lohnen. Ich verspreche es dir. Ich schwör's. Ich war da überall, wo du warst. Deswegen weiß ich, da ist es nicht schön. Es ist nicht schön. Ich war dort eingesperrt. Da ist es nicht geil. Es fühlt sich scheiße an. Es macht krank. Es erlaubt dir nicht Freude. Es erlaubt dir nicht Freude. Geh da nicht hin. Komm. Anders geht auch. 100%. Also, wünsche euch noch einen schönen Montag. Tschüss.